Hallo. Willkommen bei Minecraft. Passend zum Sonnenaufgang hier begrüße ich euch zurück. Ich habe hier noch einen Knoten gefunden und der dürfte das bringen, was wir brauchen. Man sieht mir übrigens, wenn ich Shift drücke, festgestellt, kriege ich da oben angezeigt, was ich habe. Und jetzt kann ich mich hier bedienen. Ich habe vorher auch noch zwei andere gefunden gehabt. Der Feueraspekt, den könnte ich mir da sogar ganz rausziehen. Wichtig ist, dass von Ordo was überbleibt. Denn wenn man die leer zieht, kann es auch passieren, dass die kaputt gehen. Aber jetzt haben wir da 18 Stück. Sehr schön. Hier kommen wir langsam wieder in den lichteren Bereich. Ich habe hier mal Doppelwege gemacht, damit man hier prinzipiell halbwegs sicher lang gehen kann. Ein dauerhafter Zustand ist das aber nicht. Hier ist noch einer, den habe ich schon ein bisschen leer gezogen. Kann ich noch einen Tacken mehr? Genau, dann ist da noch Luft übrig. Die anderen beiden haben wir schon voll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die Knoten waren, die ich am Anfang schon mal gefunden hatte. Aber ich habe hier wieder welche gefunden. Alles außer Wasser haben wir. Hier ist noch ganz viel Feuer. Da können wir uns halt voll bedienen. Das ist an sich eine ganz coole Sache, weil da, wenn ich den Wand of Fire nutzen würde, wäre das eine coole Sache, sagen wir so. Dann könnte ich mich einfach hinstellen und da richtig schön immer aufpumpen. Und ja, damit sollten wir jetzt prinzipiell das erste da oben craften können. Es kann auch, also ich muss mal sehen, wie das hinterher wird bei komplexeren Sachen, ob ich das irgendwie so gelöst bekomme oder ob ich mich dann wirklich hinstelle und da irgendwie vielleicht nochmal etwas überlegen muss. Aber an sich sollte das funktionieren. Denn es gibt ja irgendwann, was ich erforschen möchte, das Node in a Jar. Und damit sollte es mir theoretisch gesehen möglich sein zu sagen, okay, wir holen uns die von da unten und packen uns die hier oben hoch. Das ist das, was ich auf lange Zeit irgendwie gerne schaffen möchte. Dass ich mir da welche hochhole und irgendwie noch ein paar finde, die, damit ich dann alle Aspekte abdecke. Cool wäre es, wenn ich für jeden einen reinen Knoten finden würde. Übrigens, hier liegt ein Daylight-Sensor, weil ich versucht habe, den zu analysieren. Jetzt geht es, vorher konnte ich das noch nicht. Und dann habe ich ihn wieder vergessen gehabt. So, ihr kommt mal wieder weg. Ihr kommt weg und wir nehmen uns dafür neu. Warum bin ich. Da zur Hölle ist der Cheat-Mode schon wieder an. Ich weiß, dass ich den zuletzt anhatte, weil ich unten mir immer wieder das ganze dunkel gemacht hatte. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum der angeblieben ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles ausgemacht. Komisch. Da wollte ich doch nur wissen, wie dunkel es da ist. Also, dass ich im Dunkeln die Dinger besser sehen kann. Außer wenn ich schon unter Insel. Da habe ich mich dann immer drüber geärgert. Auf jeden Fall brauche ich jetzt meinen Inventarinhalt wieder. Das Holz kann dann erstmal auch hier bleiben. Dann haben wir halt eine Holzreserve. Einmal darf durchaus da bleiben, du kommst aber schon mal wieder mit. So, und jetzt, wenn ich den hier hinlege, haben wir alles und können uns den Fokus bauen. Schon gut, weil jetzt ein bisschen Verschwendung von Wand-Inhalt so gesehen halt hier geblieben. Und da könnten wir jetzt unsere Foki reintun. Aber das werden wir auf jeden Fall noch nicht. Ich überlege gerade mal, ja, wir kriegen hier nämlich noch bessere Kappen. Gold sieht hier schon ganz nett aus. Für ein bisschen Ordo, das wir sogar noch haben, könnte ich mir das theoretisch gesehen schon machen. Wahrscheinlich brauche ich davon dann auch wieder zwei. Ich will das echt mal ausprobieren, einfach aus Neugier, weil wir eh einfach noch Wands brauchen, die wir hier liegen lassen. Aber das Reinlegen funktioniert ja noch nicht hundertprozentig. So. Irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht momentan. Irgendwie legt der Sachen nicht vernünftig ins Inventar. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum zur Hölle kann ich die da nicht drauf tun? Oder, wahrscheinlich muss ich den vorhandenen Stab nehmen. Nein. Wand, er zeigt mir Golden Wand. Ah, Great Wood Wand. Dafür muss ich erst ein Great Wood finden, damit ich das Wand Recharge Crystal. Das klingt cool, das will ich erforschen. Da brauche ich erst Great Wood Logs und die habe ich noch nicht, weil ich einfach mal noch nicht so weit gereist bin. Und Silber wird um den Silber. Nee, Iron wird um den Silver Wood. Jetzt wäre natürlich die Option zu sagen.
Wir kümmern, ja doch, wir kümmern uns da heute mal drum. Ich werde eh einen guten Teil des Forschens offscreen machen, einfach weil das halt irgendwann auch aufwendig wird. Und ich das dann irgendwie so ein bisschen häppchenweise Teil offscreen, Teil onscreen machen werde. Heute habe ich auf jeden Fall so 3, 4 Folgen Zeit. Wir sind jetzt in der zweiten, sprich, ich kann mich auch entscheiden, noch ein bisschen was machen. In dem Fall nach der zur nächsten Insel gehen und gucken, ob da schon Great Woods generiert werden. Und die Slime-Insel ist da oben auch immer noch, um die habe ich mich auch noch nicht gekümmert. Die Karte müsste ich ja mal noch auf. Jetzt sagen, die habe ich immer auf Maximum gehabt. Und dann gilt es eigentlich darum, so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu kommen. Hier setze ich einfach mal den Weg fort, dann würde ich, wenn ich das Kart irgendwann wieder anschmeiße, das halt einfach weiter Tracks legen. Solange wie es weiterkommt. Und wir schauen hier mal, ob wir hier nicht irgendwo, ja, hier sind Pferde. Habe ich Pferde schon analysiert? Ich glaube ja, habe ich schon. Ich war nämlich, glaube ich, auf diese Insel schon drauf zum Gucken. Richtig. Ich bin einfach schon mal drauf gesprungen. Habe den Weg hinter wieder weggemacht. Weil ich ihn aus Dreck gemacht hatte. Was Kart und Vanilla weiterarbeiten soll. Sieht hier etwas aus wie ein Great Wood? Nein, nicht wirklich. Das ist dieses Railcraft-Gestein, glaube ich. Das sind Schafe und Schweine. Da könnte ich gucken, was ich von denen jetzt schon analysiert hatte und was noch nicht. Wir gehen da mal runter. Und gucken, ob ich dann irgendwie vielleicht noch zu einer weiteren Insel komme. Euch kann ich schon mal mitnehmen. Euch. Ah, super, er hat mit den Tieren teilweise einen Bug. Das zählt als Schaf, das zählt als Unknown. Ich glaube, das kommt durch Dartcraft, weil er da quasi eine Alternative zu Tieren einfügt, die komplett geschoren ist. Und das dürfte ihm da so ein bisschen Probleme machen. Was bist du? Gnessis. Aha. Eigentlich interessiere ich mich mehr für die Metalle, die wir hier mal eben mitnehmen können. Weil Metalle mitnehmen ist immer eine gute Sache. Dann will ich eigentlich weiter nach Norden. Es wäre natürlich interessant, da unten den Dungeon zu untersuchen. Andererseits muss ich mir da wieder Aufwand betreiben, um da runterzukommen. Nee, das lassen wir lieber. Ohne Portal Gun macht das nicht so viel Spaß. Und die habe ich gerade nicht dabei. So, hier, jetzt sagen hier der Quarry. Mit Stone, den werde ich mir auf jeden Fall einfach mal abholen wollen, weil der ich den super geil zum Bauen finde. So, was ist hier? Das Bef Problem, was ich befürchte, dürfte sein, dass hier in der Nachbarschaft alle Inseln schon generiert sind. Das habe ich absichtlich gemacht, damit ich halt das Chunkloading nicht mehr so stressig wird. Und es kann gut sein, dass dadurch er die Great Wood Trees darauf nicht vernünftig nachgeneriert. Ich habe ihm gesagt, er soll die nachgenerieren. Und man sieht ja, dass Nachgeneriert prinzipiell funktioniert. Was an diversen anderen Materialien zu sehen ist, zum Beispiel dem Ember, das spawnt. Aber es kann halt sein, dass es mit den Great Woods auf die Distanz nicht, auf die, hier nicht vernünftig funktioniert hat. Ich sehe hier zumindest keine. Und das heißt, wir gehen mal zurück, holen uns wieder eine Portal Gun und wir machen hier heute mal einen größeren Ausflug zu weiteren Inseln. Muss ich nur einmal zurücklaufen, weil ich keine dabei habe, die vielleicht dran denken sollen. Und kann auch schon wieder ein bisschen Zeug da lassen. Ist ja schade, dass hier nicht einfach irgendwo anderen nachgewachsen ist. Und ich glaube, man kann auch irgendwie, ja, das ist sowieso was anderes, Great Wood Sapling, kann man auch nicht drankommen. Ein bisschen doof ist das jetzt, weil ich mir immer die Mühe machen musste, jetzt immer hin und her zu kommen. Aber A, wir haben nur noch Eisen und gleich Erfahrungsbänder. B, ich will ja gleich die Portal Gun mitnehmen. Dann kann ich mich einfach hinstellen und die bei uns zu Hause Tür schießen und dann einfach laufen, laufen, laufen.
Und hinterher wieder durch die Portal ganz zurück. Und alles ist gut. Da muss ich gleich noch hoch. Da nicht gemusst. Da. So. Und wo hier oben müsste unser Anschluss gewesen sein? Weißt du, jetzt machen wir es mal so. Ich mache mal kurz einen Cut, indem ich mir schon mal die Portal Gun hole und ein gutes Stück laufe und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ich habe den ersten Baum gefunden. Ich habe mir zwei Guns mitgenommen, dass ich wieder heute wieder zurückkomme. Der hat einen ganz lustigen Bug. Sobald ich die Blätter angucke, wandeln die sich um. Aber erst einmal heißt es jetzt Baumfällen. Das ist auch gar nicht so weit von zu Hause. 700, 800 Meter geht alles noch. Wie gesagt, ich habe eine zweite Portal Gun mitgenommen. Das war eine ganz kluge Idee. Und die hier holt sich einfach mal mit der Hoffnung, dass da Setzlinge rauskommen. Wenn ich Glück habe, kommen ja sogar Silverwood-Setzlinge raus. Das wäre awesome. Weil dann hätten wir ein Silverwood. Gut, wir hätten keinen Greatwood zum Nachholen. Aber wir haben halt dann schon mal... Ich kann die... Ah ne, der ist schon analysiert. Und die auch. Schade. Wo habe ich die da bitte schon mal analysiert? Oder nimmt er einfach nur normale Blätter als Vorlage? Ich wüsste nämlich nicht, wo ich die schon mal analysiert habe. So, ich weiß, dass ich die in einer anderen Welt mal getestet habe. Da hatte ich diesen witzigen Bug mit den Blättern auch schon. Aber das war in einer anderen Welt. Das heißt, hier kann er davon eigentlich nichts wissen. Ich mir mal Frostmits mitgenommen, dann ging es sogar noch ein Stück besser. Oder eine Lumberjack-Axt, das wäre an der Stelle auch cool gewesen. Weil ich glaube, dann wären nämlich auch die Blätter automatisch mit runtergekommen. Da ist ein Setzling. Ein Greatwood-Setzling, aber es ist ein Setzling. Da ist ein normaler Setzling, glaube ich, gerade runtergefallen. Jetzt interessant, wir haben... Ne, der ist noch nicht analysiert. So. Alles hier weghauen. So, wir haben mehrere Greatwood-Setzlinge, das ist super. Und ein Blümchen. Das Blümchen können wir schon mal direkt wegwerfen, nicht die Partel ganz zurück. Ich setze... Hallo? Die verschwinden einfach. Also so verschwinden sie zum Glück nicht, aber wenn ich sie platziere, verschwinden sie. Also irgendwas ist da noch buggy. Ich werde das gleich bei uns zu Hause mal probieren. Ich wollte jetzt auch gerne versuchen, einen Silverwood-Tree zu finden. Das Problem ist ja... Es bleibt jetzt schon hängen. Sobald er hier mit Chunkloading anfängt, habe ich hier massive Probleme. Dann bekomme ich immer gleich kurze Lags, in denen das Spiel hängen bleibt, wo er berechnen muss, wie es aussieht. Ist das noch ein Greatwood Tree? Ja, okay, dann gehen wir da noch rüber. Kann ich wenigstens noch mehr davon mitnehmen, wobei wir jetzt ja auch schon hier gut was haben. Kann ich denn etwas Besonderes? Fuel Smelting. Na, toll. Dann holen wir uns den mal auch noch. Er hat wahrscheinlich wieder die gleichen lustigen Bugs, ja. Das macht echt Spaß, so Blätter abzuhacken. Ja, wie wird es sonst weitergehen? Wir werden natürlich gleich irgendwie wieder zurückgucken, ob ich mir dort irgendwie den besseren Wand machen kann. Und dann werde ich auf jeden Fall weiter forschen. Da würde ich wahrscheinlich diese Folge, je nachdem wie viel Zeit wir da noch haben, weitermachen. Und ich werde auf jeden Fall nächste Folge und übernächste Folge mit Forschen zubringen. Das heißt, diejenigen von euch, die sich für Forschen interessieren, brauchen dann nicht zwangsweise reinschalten. Denn das wird wahrscheinlich erstmal, also allgemein wird es jetzt erstmal ein paar Folgen lang um Stormcraft gehen. Einfach weil ich an dem Ort so unheimlich viel Spaß habe.
Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ja, der passt ja gar nicht zu Technikmods. Aber ich habe trotzdem Spaß dran, von daher kann mir das egal sein. Es geht ja nicht darum, was zu Technikmods passt oder nicht, sondern es geht darum, was mir in meinem Modpack Spaß macht. Und da ist Thorncraft eine super Sache. Einen Setzling haben wir mittlerweile noch gefunden. Aha. Vielleicht ist ja auch noch einer runtergefallen, dann haben wir Glück. Auf jeden Fall habe ich danach gut was an Greatwood Logs, die halt Magie als Symbol mit drin haben, wobei mir das ja so gesehen erstmal nichts bringt. Weil ich ja nicht wie früher die Sachen entweder reinwerfen muss, um es zu bekommen. So. Wir tauschen jetzt einmal die Portal Gun aus, denn diese hier hat rechts ein Portal und jetzt nutzen wir das linke Portal und sind wieder zu Hause. Haha. Die ist auch schon zu, sehr gut. Dann packe ich euch zwei da wieder rein. Packe das alles hier wieder rein. Und da wieder rein. Ich will einmal hier probieren, ob ich... Erstmal will ich eigentlich einmal schlafen. Ob ich den Redwood Sapling hier platzieren kann. Oder ob der momentan allgemein noch verbuggt ist. Geh auf. Ja, der verschwindet wieder. Dann werde ich da wohl noch ein paar Versionen abwarten müssen, bis das stabil ist. Ja, wir packen den mal lieber in die Kiste hier. Und nehmen das, die Greatwood Logs mit hoch. Da muss ich nämlich jetzt herausfinden, wie ich damit den Start machen kann, denn ich glaube, das steht im Buch nirgendwo drin. Hier steht immer nur Sticks und Four Sticks. Und dann... Ah, oh, doch, der muss ich erst erforschen, okay. Da sehe ich gerade den Greatwood Wand Cord, dann muss ich den wohl auch erst erforschen. Dann hat sich's mit dem Bauen jetzt eh erstmal. Und dann das Greatwood Lock kommt hier so rein. Oh, schade, ich dachte, ich könnte das direkt machen. Dann machen wir mal weiter mit Forschen. Ich versuch's mal wieder mit Magie. One Focus Equal Trade, okay. Dann zeig mir mal, wo du die hast, dort oben. Machen wir erstmal hier ganz viel aus dem Weg. So, einmal bitte wieder deaktivieren. So, ihr sollt dorthin. Wir aktivieren euch auch schon mal wieder. Da kommt natürlich noch nichts an. Was fast zu Equip-Trade? Permutatio, ja. Sehr schön. Diese Symbole hier sind das. So, und dich hatten wir irgendwo noch da. Da entsteht noch so ein lustiges Dreieck. Das wir jetzt auch gerade nicht ausbekommen, außer wir machen das irgendwie so, aber das hilft mir auch nicht. Soll ich denn das vernünftig machen? Nee, nur den bitte. Doch, so funktioniert's. Ha! Discovery Wand of Equal Trade. Ching. Den will ich auf jeden Fall haben, den Wand hat Equal Trade. Braucht Quicksilber. Ja, das habe ich natürlich noch nicht. Das heißt, da also habe ich noch eins gefunden. Shards und Quarz, den werde ich auf jeden Fall behalten, denn Equal Trade I'd Want werde ich mir dann irgendwann mal machen können, hoffentlich. Wenn ich ein bisschen mehr gefunden habe. Wir forschen auf jeden Fall erstmal noch weiter, weil fehlt mir halt ein bisschen was für. Und wir, jetzt haben wir... Frost. Frost finde ich persönlich jetzt nicht so spannend, aber naja. Machen wir erstmal hier ein bisschen den Weg frei. Das Gemeine ist jetzt, ich muss hier irgendwie so eine Schleife bewältigen. Deswegen räumen wir hier mal Dinge weg. Nur hier lassen wir jemanden da. So. Symbol merken. Am besten noch die Position der Dinger merken.
Hier muss noch mehr weg. Denn ich würde den gerne dahin. Dann will ich hier irgendwie den Bogen hochbekommen. Ah, wir run out of ink. Davon verbraucht man echt viel dafür. Muss ich mir irgendwie nochmal was überlegen. Das finde ich auch eine doofe Regel, dass man so viel Ink braucht, weil Ink ist so unheimlich unpraktisch. So, welches Symbol war das jetzt? Das Symbol war es. Das heißt, wir haben da noch einen davon. Und deswegen wollte ich da noch einen zweiten haben, damit wir den halt irgendwie wieder hier hochbekommen können, ohne dass sich das verbindet. So, dann gucken wir mal, wie sieht's damit denn aus? Wo ist meine Magie? Da. Der verbindet sich nicht. Okay. Der soll aber da hoch. So, und dann muss der nächste noch einen weiter runter, aber das ist ja nicht das Problem. Das bekommen wir wohl hin. Und dann muss da irgendwo noch einer dazwischen. So. Dann haben wir den Magie-Teil. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen mehr dafür. Und das könnte knapp werden, denn wir möchten... Ist es kein Frost da drin? Oder das hier, Gelum Ice Frost Cold, ist nicht da drin? Wand of Equal Trade für Kälte? Nicht Wand of Equal Trade für Kälte. Metall ist nicht mit drin. Instrumentum könnte mit drin sein. Na, das entfernt aber ein paar unnötige Symbole. Da weiß ich nämlich auch welche einfach nur, wo ich sehe. Da habe ich viele von, das kann man mal probieren. Das ist wirklich ein echt fieses Rezept. Wasseraspekt ist mit drin, okay. Erst einmal möchte ich eigentlich meinen Magieaspekt wieder aktivieren, bitte. Danke. Und dann beschäftigen wir uns mal mit Wasser. Einer könnte da hin und dann müsste da noch einer hin. Der soll da durch. Und dann würde ich hier, aber da fehlt uns wahrscheinlich noch ein Tacken für. Deswegen holen wir uns den hier mal hoch, auch wenn es dauert und dementsprechend wieder Ink verbraucht. Jetzt überspringt er den. Frechheit. Sollst du den mit dem verbinden? Geht das nicht irgendwie? Geht doch. So. One Focus. Frost. Ich denke mal, es ist klar, was der macht, nämlich prinzipiell Gegner verlangsamen können und darüber schaden. Oh ja, Slime wäre mal lustig, ob wir was damit können, aber nein, können wir nicht. One Focus Schock. So, was könnte man für Schock noch brauchen? Tempest? Nein, scheinbar nicht. Potenzial? Ja. Das war die Potenzialruhe. Holen wir nämlich die zweite auch noch von hoch. Hey, das war... Achso, das ist schon wieder nicht aktiviert. Wir sind beim Fall, das ist die falsche. Der muss aktiviert werden. So. One Focus Shock. Auch wenn ich jetzt eigentlich gerne mal was anderes als One Foki entdecken würde, vor allem, weil es da noch so viele gibt. Nein, Hells, Portable Hole. Portable Hole durchaus ist interessant dabei, aber Excavation auch. Ich würde hier gerne was. Was ist denn in Great Woodlock noch drin? Arbor, oder? Dann probieren wir das doch mal. Ja, genau. Den will ich haben. So. Hallo? Sollst du mir den irgendwie... Oh, Discovery. Wir haben das direkt fertig bekommen. Interessant. Und da kommen dann ganz viele... Fury History, Area History, Entropy History, aha.
von 50 von jedem. Bisher konnten wir bei dem anderen, glaube ich, nur 20 speichern. Probieren wir das mal. Wo habe ich den Wand dann? Wozu habe ich meinen Wand jetzt gelassen? Bin ich irgendwie doof? Hallo? Hallo? Da. Ich dachte gerade schon. Wie, der wäre weg. Jetzt ist die Frage, wenn wir das hier machen wollen. Uff. Das wird natürlich ein Spaß. Habe ich das irgendwo schon drin stehen, wo ich den machen kann? Nee, aber wir sehen ihn da, ja. Das Problem ist, wir brauchen davon allen quasi was. Das hier kann ich noch bekommen. Wasser habe ich dort aber immer noch nicht gefunden. Das heißt, das lassen wir erstmal wieder, auch wenn ich es gerne machen würde. Aber wir haben 25 Minuten voll. Das heißt, wir machen für heute einen Cut und beim nächsten Mal forschen wir weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut.